Zack und Toi ist ein Theater, das Jugendliche dazu bringen, dass sie bei ihrer Berufswahl ganz verschiedene Sachen anschauen. Dass sie sich nicht an Vorurteilen, an Prestige orientieren, sondern dass sie auch offen Sachen anschauen, die man vielleicht nicht so kennt, Berufe unter die Lupe nehmen, die vielleicht auch nicht so geschlechtstypisch sind. Einfach ganz, ganz wichtig ist, dass sie offen an die Berufswahl hergehen. Ich bin tiptop zufrieden in meinem Beruf. Das ist ein toller Beruf. Im Beruf bin ich zufrieden. Aber nicht in der Welt. Im ersten Teil des Theaters spielen Madeleine Arnold und Mario Schelbert zwei junge Lernende, die in eine Schulklasse gehen und von ihrer Lehre erzählen. Das Ganze gerät ziemlich schnell zum Konzept aus, weil die beiden sind früher ein Paar waren und der Zack hat einen Beruf gelernt, der vielleicht eigentlich gar nicht so gut zu ihm passt. Er wollte Coiffeur werden, hat dann aber, weil man ihn ausgelacht hat, einen anderen Beruf gewählt, nämlich Maurer. Und so hat ihm das dann übel genommen. Und aufgrund von dem Streit ist auch die Beziehung damals dann auseinandergegangen. Und die zwei treffen sich dann wieder im Schulzimmer vor dieser Klasse, fangen auch miteinander zu streiten und es gibt dann ziemlich turbulente Szenen, wo sie vor den Schülerinnen und Schülern spielen. Also es war eigentlich sehr interessant, aber eigentlich erschreckend. Also erschreckend in dem Sinn, dass es wirklich vielleicht noch Eltern gibt, die ihre Kinder abhalten wollen, vom Träumberuf, den sie lernen wollen. Mein Wunsch ist, wenn mein Sohn den Beruf auswählt, dass er einen findet, der ihm zusagt und eben, dass er auch wirklich Spass hat. Dass er morgen gerne aufsteht und sich vielleicht auch weiterentwickeln kann für die Zukunft. Dass er wirklich die richtige Welt, wo ihm eben Spass macht. Eine Lehre ist ein erster Schritt auf dem Weg von der Bildung. Das ist nicht abschließend. Es soll ihnen gefallen, es soll für sie gut sein, es soll nicht im Vordergrund der Lohn stehen oder irgendetwas, sondern im Vordergrund soll wirklich der Spass am Beruf stehen, dass ich das gerne mache. Und es ist nicht so, dass wenn ich einen Beruf lerne, dass es noch zwingend bis 65 machen muss, oder? Sondern dass sie wirklich offen sind und offen an die Berufswahl angehen.